Feuer frei. Tschüssi. Wo? So habe ich das nicht gemeint. Oh, au, oh, au, au. Aua. Oh, das muss in den Körper gehen. Autsch. Oh crap. Was ist das? Nun, ich hatte ein leichtes Ungezieferproblem. Leichtes? Ah! Mario Kart! Die gucken Fernsehen auf der Straße? Sozialer Entzug. Ich wünsche euch viel Spaß. War meine spontane Entscheidung, das jetzt auszuwählen. Was heißt der übertragene Titel? Hier ist ein Titel. Ja, und damit gesagt. Warum auch immer. Hallo Leute, mein Name ist Sozial Entzug und. Ja, weg. Zu 2020 und 2021 mit Donut Country. Ja. Dieses Let's Play ist bereits zweimal auf dem YouTube-Kanal erschienen. Allerdings jetzt zum ersten Mal erscheint es auch hier auf dem Twitch-Kanal. Für alle, die nicht wissen, was das Spiel ist, es ist ziemlich einfach erklärt. Wir spielen ein Loch, was von diesen Waschbären gesteuert wird. Und müssen einfach alles einsammeln. So einfach ist es. Deswegen createn wir ein neues Spiel. Schon wieder? Ja. Und los geht's. Mia, wann kommst du zur Arbeit? Mir ist langweilig. Sei still, BK. Ich bin draufgegangen. Hab wenig Respekt. Hä, echt? Wieso? Sie hat mich wieder wachgehubt. Noch eine Handschrei. Zum Schreien unglaublich. Keine Sorge. Ich werde dich rächen. Du, sei vorsichtig. Der Typ kann echt hupen. Ja, wenn du meinst, komm zum Donut-Shop. Hör auf, den Hund zu Brot zu füttern. Brauche Brot zum Leben. Okay. Das Brot. Bin in 5 Minuten da. Ciao. Ja, und damit willkommen zum Spiel. Ja, das Spielprinzip ist leicht erklärt. Ich erkläre es nochmal. Wir sind dieses eine Loch und steuern es mit dem Mauszeiger. Und müssen alles nach und nach einsammeln. Mehr besteht das Spiel eigentlich nicht draus. So, jetzt aber. Und die Donuts auch noch. Hey,
Hey, er hupt überhaupt nicht mehr. Hast du was gegen Hubtypen gemacht? Ja, aber ich habe halt dir keine Sorgen. Hab ihn Donut gebracht. Okay. Das hat ihn wohl abgelenkt. Weißt du was? Ich bin jetzt auf Level 9. Wow. Toll. Hier ist dann gar nichts mehr. Level 10 kriege ich den Quadkörper. Achso, cool. Glückwunsch. Kümmern wir um die Könige. Hehe. Bis später, BK. 6 Wochen später. Ja. Wie? Wie konntest du nur meinen Quadcopter kaputt machen? Wen interessiert dein blöder Quadcopter? Wie konntest du die ganze Stadt kaputt machen? Ei! 199 Meter unter der Erde. Donut Country. Ich habe noch nie was kaputt gemacht. Ich bin lieb. OMG, hör auf. Du hast mit diesem blöden App die ganze Stadt durchlöchert. Und wir sitzen hier unten fest. Hier ist doch alles okay. Nicht nur mit meinem Quadkörper. Ich bin das Opfer. Unterstützt mich vielleicht jemand hier irgendwie? BK, es ist klar mit Kursfühl, dass du es warst. Ich wurde gleich nachdem ich die Donutsbestellung bei mir vor dem Loch verschlungen. Was hat das damit zu tun? Dass mir mein Quarkkörper kaputt gemacht hat. Vater, was ist mit deinem Sohn passiert? Oh, Pap. Mein süßer Puppy-Boy. Er muss da oben irgendwo sein. Und los geht's. Ja, es ist ein kleines Entspannspiel. Ich habe das extra gewählt, denn ich bin ein bisschen genervt. Guck, was passiert? Meine ganzen Sachen verschwinden. Naja, je mehr wir einsaugen, desto mehr können wir kriegen. Tschüss, ihr Seetöpfer. Das Mehl nehmen wir auch noch, die Päckchen. Ja. Tschüss. Oh, das wird gleich eine Menge kaputt machen. Yep. Ja, Scherben bringen Glück, sagen wir mal. Ich glaube in diesem Fall eindeutig nicht. Ich habe einen ganzen Ofen mitgenommen. Jetzt nehme ich auch noch einen ganzen Backofen mit, oder wie? Abflug! Na gut, man muss fairerweise sagen, dass ich das Spiel jetzt schon zum dritten Mal durchspiele jetzt. Oh, ich
glaube, da fällt gleich was. Ja. Donut. Und tschüss. Ja, hier gibt es auch dieses Trashtopia, aber das machen wir jetzt nicht. Ich habe das jetzt schon zweimal gemacht, also ein drittes Mal, nein, danke. Ich wollte Pop nur einen Donut überraschen. Und jetzt schwebt er davon wie ein einsamer Pop. Nein, tut er nicht. Wenn er zuerst verschlungen würdest, weißt du dann, wie Pop ein Ballon ist. Die Geschichte ist voller Löcher. Dein Hirn ist voller Löcher. Und auch die ganze Stadt, dank dir. Mach denn nur meinen Job. Moment, ich meine, gar nicht wahr. Bin unschuldig. Warte mal, Pop ist ein Heißluftballon. Da ist einer meiner Ranger-Station vorbeigeflogen. Du hast Pop gesehen? Welche Richtung ist der denn? Weiß nicht, wurde abgelenkt. Bestellte gerade einen Donut. Lecker. Ich krieg Hunger, weil ich Sorgen mache um, Sorgen um was? Glaubst oder nicht? Schlangen. Okay, jetzt sind wir in der Ranger-Station. Moin und tschüss. Da war einer. Tschüssi. Okay. Oh. Hui. Shang Level Danger. Möp, möp. Na, ich kenne noch die Rätsel auswendig. Bock. Weiter geht's nicht. Boom. Überall Schlangen und Chickens. Dann fange ich sie mal lieber ein. Oh, ich habe ihn untergeschmissen. Und Abflug. So, wie ich schon sagte, in diesem Band mache ich kein Trash-Kopia. Wenn ihr das sehen wollt, guckt einen der anderen zwei Let's Plays nach. LL. Könnte es sein, dass es mir dankbar sein sollte, dass ich die Schlangenprobleme gelöst habe? Moment mal. Da warst du's, der die Löcher schaffen hast. Wie? Nein. Ich meinte nur, wer es immer getan hat, hat echt geholfen. Bestimmt ein cooler, netter Typ.
Sonst noch Papp gesehen? Yep, ich hab Papp gesehen. Mein Teleskop. Mein Teleskop. Ich hab doch gesagt, mein Teleskop. Wo habt ihr ihn gesehen? Naja, Peppa und ich hatten uns wieder mal in die Wolle und miteinander im Wohnwagen Miesfürst abgehauen. Ihm hatte dieser Vogel angetan. Yep, echt netter Vogel war das. Bin er wirklich bewundert. Ich Heißhunger bekam. Dort habe ich über den Donut Country App einen Donut bestellt. War ich noch. Was zum? Was hat der Hund da? Was soll das denn für ein Hund? Und warum sind hier Fische ausgetrocknet drauf? Okay, setz einfach mal einen Fisch auf den Trockenen. Jetzt habe ich einen Übergangsweg. Junge, muss der durstig sein. Oh, die Kaffeetasse. Ups, jetzt ist sie zu Bruch gegangen. Selber kann ich nicht von so holen. Junge, ist der Vogel dick geworden! Zu sehen, ja, den Steinchen da. Oh, jetzt fällt der Vogel. Tolle Lieferung! Wow, willst du damit sagen, dass du dich in einen Vogel verliebt hast? Yep. Ist das legal? EK, hier geht es nicht um den Vogel. Es geht um den Vogel. Geht definitiv um den Vogel. Hoffnungslos mit dir, Junge. Hä? Hoffnungslos? Wir sind jetzt alle hoffnungslos! Coyote. Ich dachte, du bist in der Wüste gezogen. Bin ich auch. Bin ich Hamilton? Leute abgesehen haben, die Pech haben. Coyote, du bist doch der ursprüngliche Besitzer vom Donut Country Donut Shop, oder? Ja, yep, aber das ist pleite gegangen. Und dieser Waschbären haben die Stadt kam, habe ich den Shop an die Waschbären verkauft und bin mit der Wüste gezogen. Oh nein, tut mir leid, Cody. Da kann man nichts machen, das Leben ins Kojoten ist wie ein trauriges Country-Melodie. Ich habe ein bescheidenes Leben geführt und Gemüse verkauft. Halt in Art, den Leute zurückzugeben. Und der nächste wird fallen. Eingequetscht geht das auch an. Oh, 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 oh. Tschüssi. Bye, bye. Du auch? Der Coyote fällt auch mit rein. Der ist in ein anderes Zelt gerannt. Thank you.
Das war's. Und das nächste. Egal, wie viel zu meiner traurigen Geschichte. Hat ja heute nichts zu sagen? Yep. Gemüse stinkt. Yep. Ich meine jetzt eine Entschuldigung. Tut mir leid. Schmeckt der Gemüse? Ach, er stinkt vielleicht wirklich. Da kann man euch schon einen süßen verlangt. Deshalb habe ich einen Donut bei euch bestellt. Siehst du mir? Warum sollte ich mich entschuldigen, wenn der mich gemütsfressende Kojoten nicht einen Donut gebraucht hat? Du hast dein Geschäft ruiniert. Zweimal! Also hör auf zu sagen, dass es Donuts bringt. Genau gesagt, es sind Donuts. Kann ich schon sagen. Genau, wer kann das sagen? Oma kapiert. Was ist mit Donuts ohne Loch? Sehr gute Frage. Sollen wir aufhören, so lange wie möglich über Donuts denken? Donut ohne Loch ist immer noch ein Donut. Ja, wie Karpfen, Berliner und Co. Oder Quarkbällchen. Lecker, Quarkbällchen. Stimmt, sie haben keine Löcher. Bällchen mit einem Loch wären auch keine Bällchen, oder? Wow, das geht mal negativ. Wechseln wir nicht das Thema, BK. Die Oma, ihr zwei seid gerade aus Newport Springs gezogen, richtig? Stimmt's? Ja, wir sind jetzt im Ruhestand. Beobachten Häschen. Hasenherzen sind Niki und ich. Verheiratet seit 40 Jahren. Hast du auch einen Donut bestellt? Oma hat ein neues Telefon. Das haben wir zur Feier des Tages Donuts bestellt. Oh Mama Mia. Oh, ich erinnere mich an dieses Level. Zumindest an eine Szene. Eieieiei. Ach ja, ich vergaß, dass das auch außerhalb ging. Ich auch einfach Erde einsammeln kann und ganze Felsen und so ein Kram. Dieses Loch ist OP. Here we go again. Keine Ahnung, wo die Bewohner waren. Tja. Drei Beine nach unten. Es ist wirklich süß, dass die beiden so verliebt sind. Nacht und Tag sind die Liebste geweiht. Ach ja, wie wunderbar war. Das ist doch jetzt echt krass. Du bist krass. Nein, ich bin nicht krass.
Du liebst Müll. Ich liebe auch Müll. Jeder hier liebt Müll. Warum? Sonst würden alle die Nutzer von Müll. Jedes Zuhause nur Müll für dich? Ja. Das nicht über meinen Wohnwagen. Ja, leg dich bloß nicht mit Pepper an. Ja. Yeah. Was ist mit deinem Wohnwagen passiert, Pepper? Nun ja, nachdem Salz sich getrennt hatte, ging ich auf Social Tree Park, Ruhe zu finden. Ich habe auch meinen Laptop mitgebracht, um mir Vogelvideos anzusehen. Und dann einen Donut bestellt. Danke. Greta Vogel. Wow! Feuer frei. Oh, die Bank brennt! Der Wohnwagen brennt! Junge! Alles brennt! Außer der Vogel, der brennt aus irgendeinem Grund nicht. Deine Felsen. Einfach die ganze Zeit das gebrannt. Yay, tolle Lieferung. Mal eine Frage, du hast deine Bäume nicht gerettet, weil du die ganze Zeit Vogelvideos angesehen hast. Nun, ich, wir sind hunderte von Jahren alt, mega weit, aber du hast deinen Bruder haben echt Probleme, Junge, gib zu. Nein, ich habe mir dieses Mal keinen Vogelkram angesehen, okay? Was hast du dann gemacht, Pepper? Ich habe mir eine E-Mail geschrieben. An einen Vogel? Nein, an du Müllschlupfer, an meinen Bruder Salz. Wie bitte? Ich habe eine Entschuldigung geschrieben. Ich habe den Lava-Rand zu kaputt machen sollen. Lava ist ganz gar nicht essen sollen. Warum hat denn Lava gefuttert? Nicht in Ordnung von mir. Alles gut, Junge. Lava ist der beste Teil. So, ich habe zweiten Video wieder Feind. Ich bin ein Held. Typ? Ja. Was machst du denn so? Ich verkaufe Sprengstoff. Oh. Wow, süß. Ich meine, das klingt gefährlich, Junge. Sollte Bürger wahrscheinlich vor einem Feuerstand in die Luft gehen sehen. Sicherheitsgründen. Nein, nein, ich führe mein Geschäft völlig legal. Eine Donnerkante bin ich wohl mit den meisten Genehmigungen. Das Spiel mit Feuerwerk ist Sicherheit. Autofahren. Nein! Eindeutig nicht! Ich habe schon zwei um die Ohren bekommen, also.
Hi, Kai. Besser nicht. Ich bin immer noch ziemlich angeschlagen, aber nutze jetzt eine spezielle Creme vom Arzt, unter anderem zur Heilung. Und was anderes. Hab eine Verletzung geholt. Das ist Privatsache. Ja, um es ungern zu sagen, wir haben Probleme, die ich hoffe, ich schnell lösen werde. Denn leider hat ein bestimmtes Objekt den Umzug damals nicht überlebt. Nehme ich meine Wii U. Und ihr wisst, dass das wohl der blödeste Moment überhaupt ist. Aber ich habe jetzt einen Ersatz bestellt. Online. Ich hoffe, der kommt so schnell wie möglich. Popcorn. Sehen, dass dann die kaputt gegangen ist, sehr schlecht. Ja, und da ist ja auch noch dieser kleine Punkt Sache, was Nintendo nicht damals ankündigt hat, dass alle nicht mit einer Wii U angemeldeten Account Sachen nicht mehr online spielen können. Was Mario Maker sozusagen zerstört. Ich hoffe also damit, ich bin jetzt ein bisschen in Risiko eingegangen. Ich habe jetzt eine neue bestellt, da fehlen ein paar Kabel, aber ich habe ja noch die Kabel übrig von der alten Modell. Dass die Person vergessen hat, sich auszuloggen. Und somit einen online verbundenen Account dabei hatte. Und ich irgendwie das System damit austricksen kann. Man kann nicht mehrere anmelden auf der Wii U. Was kaputt gegangen ist, ja, ich glaube, das Gamepad will nicht mehr. Und das CD-Laufwerk ist jetzt endgültig Schrott. Naja, es hat schon vorher die CDs gefressen, also no big surprise there. Jetzt will es nur noch ausspucken. Also wirklich, der will nicht mehr schlucken. ...999 Meter unter der Erde. Stell dir vor, du hast sie in einem Umzugskarton, der aufgrund von Platzmangels in einen Flur gestellt wird, wo seine Eltern und alle möglichen Personen irgendwas dagegen ständen, den Karton immer wieder bewegen, und dann muss er auch noch über ein Umzugsunternehmen reingepfeffert wird und dann wieder rausgekommen, so dass das Ganze ist, dann rämmert der nächste gegen den Karton und wenn das Ding schon am Anfang defekt war, ja. Muss ich noch was sagen? Viele können halt nicht die Aufschrift vorsichtsabrechtlich lesen. In riesigen Buchstaben. Auf dem Karton. Ja. Ich ärgere mich selber, das ist ein Riesenverlust.
Ich habe jetzt Panik wegen Mario Maker. Ich will das Spiel unbedingt wieder spielen, aber ich kann nicht, wenn das jetzt nicht funktioniert. Denn wie ich schon sagte, da gibt's dieses kleine, absolut dämliche Aktion von Nintendo, die nicht angekündigt war. So, weiter im Spiel. Kabum! Ich bin nur in Nachbarschaft aufgeräumt. Sonst werde ich ein Problem mit mir. Ja, ich. Naja, eigentlich mehr als mit mir. Oh, jetzt bist du da, Mia. Coco? Nun ja, Mia, weißt du, von allem denke ich, jeder sollte es hören. Sogar der Vogeltyp. Ja, sagt ihn. Ach, ich wusste, dass der Waschbär die Löcher machen. Ich wusste es die ganze Zeit. Wie viele Schlangen wären wohl nötig, um dich zu besiegen? Große Schlangen, giftige, normale Größe. Aber du musst einen winzigen Raum kämpfen. Aussehen, dass das Grund ist, warum in den letzten Tagen du nicht online warst. YouTube und Twitch oder so. Ein paar Streams gab's schon, aber sehr wenige. Ja, ich habe mich richtig geärgert. Ich war die ganze Zeit in Vorbereitung und... Ja, heute fällt auch mal wieder das Video aus. Ich wollte eigentlich auch diese Woche alles normal im Zeitplan haben, aber Schicksal gibt mir wieder das Leben rein. Da Switch und 3DS gerade nicht verbunden sind, muss ich halt im Moment PC greifen, denn ich kann gerade den 3DS nicht wieder ankoppeln, solange ich noch in der Wii U am Aufbauen bin. Okay. Wahrscheinlich 1000 Stangen. Warte mal, Tigerli, warum? Du musst doch nicht im Ganzen verschwinden hier befasst, oder? Nein. Seit Tagen nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich weiß nicht, warum wir immer so Pech haben. Echt traurig. Man muss fairerweise sagen, diese Wii U war von Anfang an ein Problemkonsole. Das Ding hat mehrere CDs von mir geschreddert. War schon immer kompliziert bis zum geht nicht mehr. Party U, sag ich da nur. Da ist das Ding zweimal abgestürzt. Wegen dem CD-Laufwerk. Und genau das, was mir Probleme gemacht hat, geht jetzt Schrott. Ja, aber zum wohl blödesten Zeitpunkt in History. Hätte das nicht ein paar Monate früher passieren können? Oh nein. Gleichzeitig irgendwie. Weißt du, seit diese Waschbären aufgetaucht sind, verschwinden ständig Leute. Ich arbeite mit dem Donut Shop. Klar, die Waschbären behandeln mich wirklich gut. BK ist mein Freund. Ich habe einen Donut bestellt. Warum? Wir wissen, wie sie schmecken. Ich muss los. Wir reden bald wieder. Verstehe halt nicht, wie das passieren kann, weil ein CD-Laufwerk das geschreddert wird, weil Video nie passiert und ich habe es selbst seit 2016 und so. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt neu bestellt und den Käufer sogar gesagt, hallo, ging es, dass du sie morgen losschickst? Es ist wichtig, braucht die dringend und der so, ja, okay, wird morgen losgeschickt. Wenn ich Glück habe, kommt sie am Dienstag an damit. Lieferpunkt ist nämlich nicht zu weit entfernt. Hey, du, komm her. Ja, und für alle, die das Spiel durch Zufall noch nicht kennen sollten, obwohl es schon zweimal auf meinem YouTube-Kanal war, das ist Donut Country. Spielprinzip ist einfach. Du steuerst ein Loch, das von Waschbären gesteuert wird und saugst alles ein. Eine ganz normale Donut-Lieferei.
Und mit alles meine ich alles. Weißt du, ich habe mein... schon seit... interessiert, aber warum bei dir? Weil ich absolutes Unglück in dem Thema habe. Wann hat Technik mal bei mir geklappt oder irgendwas mal bei mir geklappt? Au, au! Aua! Oh, das muss in den Körper gehen. Autsch! Au, 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 au! Und wäre das übel noch nicht gut schlimm genug, erfahre ich jetzt auch noch, dass ein Päckchen irgendwie in der Post verloren gegangen ist. Mit einem Spiel, was ich bestellt habe. Und dreimal dürft ihr raten, welches es war. Das Spiel, an dem ich jetzt schon Monate dranhänge. Wii Baby Party! Oh, das Spiel krieg ich nie in die Finger. Wenn das so weitergeht. Ich muss morgen bei der Post anrufen. Rausfinden, wo das Bäckchen abgeblieben ist. Oh, jetzt ist er weg. Dass die Leute da hinten das überhaupt nicht stört, dass einfach alles gerade abhaut. Es gibt ein besonderes Achievement, wenn man das Radio da lässt. Das wollte ich mir schnappen. Kann es sein, dass deine Wii U schon immer defekt war und gesagt, dass 10 Jahre mir passiert? Ja, war wohl immer defekt. Aber ich hatte keine Wahl für eine neue oder so. Garantie gibt's sowieso nie. Mich mehr drauf. Und Reparaturen? Tja, das kann man gleich vergessen. Es ist Wii U, eine gefloppte Konsole. Dafür gibt's keine Reparaturen mehr. Aber warum man schon einen Fachmann? Tut mir leid, Coco. Es war meine Schuld, dass du in Loch gelandet bist. Ich hätte den Job an den Waschbären nie annehmen sollen. Was zum? Ich dachte, wir wären Freunde, Mann. Das dachte ich auch, aber dann hast du meine Stadt kaputt gemacht. Ich verstehe einfach nicht. Ich habe versucht, mit dir zu helfen, darum gebeten hast. Hab für dich so die Katapult-Update gekauft. Das ist eine absolute Punktverschwendung ist. Hast mir gesagt, dass du das Katapult alle wieder aus dem Loch rausholen kannst. Und jetzt sitzt mir hier fest im Loch. Hühner sind keine Punkteverschwendung. Der Tollbottel küsst ihn auf den Kopf. Du hast sie beleidigt. Ah! Nein, lass mal gut sein. Gib ihr ein Küsschen. Ah! Nein. Das ist doch das Mindeste, was du jetzt tun kannst. Nachdem du all unsere Eier gestohlen hast. Ich habe die Eier nicht gestohlen. Die sind durch den Boden gefallen. Ah! Erzähl einfach deine Geschichte, Jellybean. Die Zeiten im Farm waren ziemlich hart. Wir mussten den hochgeschätzten Hahn verkaufen, um die Runden zu kommen. Da bin ich sehr sauer. Wo ich nicht verstehe, warum die
floppt es eigentlich erst mit der Konsole. Ach, naja. Weil sie nicht die Versprechen eingehalten hat und der Name zu verwirrend war. Der Sinn da drin war, wie die Switch, dass man sie überall mitnehmen kann. Allerdings, wenn man sich nur ein bisschen mit dem Gamepad entfernte. Bäh! Warum hast du Coco einen Donut gebracht? Er hat einen bestellt? Wohin liegt das Problem? Okay, das ist zu viel. Zu viel! Du musst sofort das Katapult-Update kaufen und die Dinge in Ordnung bringen. Aber ich muss meinen Hot-Supporter sparen. Los jetzt, du hast es versprochen. Schon gut. Ich werde alles in Ordnung bringen. Aber du schuldest mir was. Ciao. Tablet-Hülle. Sitzsatzstuhl. So. Letztes Mal angeguckt, wie viele Jahre die Wii U habe. Seit 2016 kommen und heute bestimmt 3 Stunden groß oder so. Ach komm schon! Gerade das Schlauste schicken. Jetzt geh ich schon rein. Ah ja! Ups. Warte, kann ich? Oh crap! Was ist denn da? Wie viele Eier haben die da? Wow. Positives. Naja, wenigstens ein Spiel ist jetzt angekommen. Oh! Nämlich Pokémon Super Mystery Dungeon. Das ist nämlich ein Best of von allen Mystery Dungeon Games, inklusive Himmel, mein absoluten Liebling. Der bestes Game ever. Und ich konnte das Spiel tatsächlich nie beenden offiziell. Weil ich ja die Cartridge bei der Hefte verloren habe. Deswegen freue ich mich da auf das Spiel wieder zu haben. Tja, das wird von der App gesteuert, die der Waschbär nutzt. Du hast nicht mal versucht zu helfen, BK. Doch, habe ich. Es ist schwierig, ein Katapult zu benutzen. Ich denke, das Loch eignet sich nur zum Katapult machen von Dingen. Wohl Designs sein. Designs?
Was guckst du mich so an? Ich hab's nicht designt, aber du hast es benutzt. Na, was hättest du denn sonst benutzen sollen? Na klar, du hättest echte Donuts benutzen können. Hätte ich echte Donuts am Bettkram von den ganzen Untergang bewahren können? Mich bewahren? Du hast mich gedemütigt. Du wolltest die Bienen gejagt. Ich bin ein Held. Du hast einen Donut in dem Wald bestellt? Yep. Ist schon irgendwie verdächtig, dass du Donutlieferung mitten in den Wald anbietest. Von Bienen gejagt. Ciao, 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 ciao. Es ist ein harter Job. Manchmal wird man von Bienen gejagt. Aha. Man hasst Level im Game. Häng ein bisschen hier rum, wir helfen gleich. Boah, riesige Bienen. Und Frosch. Und überall hängt Honey. Boah. Walk. Das heißt, da unten sind Bienen? Oh, das ist ja richtig creepy. Ja, es ist eher ein kleines Entspannspiel, Leute. Aber ich brauchte mal endlich was Entspannendes. Und dann habe ich dran gedacht, so, hey, ich habe da noch Donut Country in der Steam Library. Also habe ich mich da spontan dazu entschieden, es zu spielen. Ey, der Frosch ist praktisch. Zerstört sie alle. Nimm die Biene! Aha! Jetzt auch das letzte weg. Naja, das ist ein doofes Level gerade. Aber wenigstens kann ich sie hier mal mich an den Bienen rächen zur Abwechslung. Komm her. Ende Gelände. Tolle Lieferung. Was ist mit mir? Niemand hat nach mir gefragt. Hat BK dich auch mit dem Katapult platt gemacht?
Nein. Hm? Er hat mein Restaurant ruiniert. Das Restaurant stinkt. Ja, bei mir würde Kontrolle definitiv durchfallen. Könnt ihr beiden Salz und Pfeffer heißen und Suppe nicht mögen? Boah, beruhigt euch, die Dosets. Hast BK mit seinem Restaurant gemacht? Nun, es hatte ein leichtes Ungezieferproblem. War erschöpft, dass wir uns sie verfangen, dass ich bestellte ich einfach einen Donut. Leichtes? Sieh dir mal diese Riesenteile an! Junge, die älteren Level habe ich komplett vergessen. Soll ich kochen? Leid? Oh nein. Oh! Oh! Ich geht! Boah! Ah! Leichtes Ungezieferproblem! Alles klar! Ja! Natürlich! Leichtes! Man kennt's! Das ist eine Plage. Ja, ich hab's mitbekommen. Heute ist auch der offizielle Miko-Tag neben dem Mario-Tag. Für mich als Miko-Fan ist das wohl eher so. Hey, juhu! Ich glaube, das Restaurant ist jetzt wirklich kein allzu großer Verlust. Muss man fairerweise sagen. Okay. Okay! Ich will nicht wissen, wie viele Personen da drin waren. Du kannst jetzt einen Quadcopter freigeschaltet. Ich hoffe, dass nämlich im 2.5. rauskommt. Das ist nämlich mein Geburtstag, okay? Tja. Ich hatte meine Lebensmittelvergiftung durch Ketchup. Das ist nicht nur einmal. Ja, ich habe mir einmal gearbeitet. Ziemlich klasse Laden. Wie ist er denn noch offen? Wow, aha. Alles, was ich tue, ist geholfen zu haben. Das ist nicht unrecht, Mia. Vielleicht hat BK gar nicht so übel. Okay, Leute. Wir alle wissen, Ketchup war ein Loch. Noch bevor es gelöchert wurde. Aber zurück zum eigentlichen Problem. Ja. Vollkommen zerstörte Quadcopter. Was ist mit diesem kaputt gemacht, Mia? Junge, ich wollte ihn nicht kaputt machen. Ich musste ihn kaputt machen. Schau mal. Wow. Und das hier. Schau mal, schnell. Propeller drehen. Fliegt er. Kein Witz. Wir brauchen nur noch 12 Lieferungen, um ihn zu kriegen. Darf ich mal sehen?
Ah, okay. Klar, doch. Oh. Sei vorsichtig. Vorsichtig? So? Bisschen tiefer. So? Was tust du denn da? Bist du irre? Was kannst du mit diesem blöden Spielzeug angeben, wenn du da bekommen hast, indem du die Häuser unserer Freunde platt gemacht hast? Sie haben nur das Buch gestellt, Mann. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Bringt nix. BK, wie lautet das Passwort für dieses Ding? Ich glaube... 0451. Ach nein, ich habe... Bockcon geändert. Danke. Übrigens... Heißt... Weißt du, was Boden der Löcher ist? Keine Ahnung. Was machst du da? Dir eine Lektion erteilen. Oh, jetzt kriegt er seine eigene Medizin. Warte, warum müssen wir noch weitermachen? Er hat doch seine eigene medizinische bekommen. Warum sauen wir uns selber ein? Wie dämlich ist das denn? Ich musste es tun, Mann. Es gab keinen anderen Weg, um dich zu dir durchzudringen. Du weißt nicht, was du isst, denn verlieren etwas bedeutet. Ich meine, seufzt. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Liebe die Chemie Müllhäuser und ich habe euch weggenommen, indem ich einen Job machte. Was? Schätze ich mal, zu Bangman kein guter Job war. Ach, na dran. Hörst du jetzt helfen, alle aus dem Loch zu holen? Mann, ist ja gut, mache ich. Wo fangen wir an? Ich hätte gehofft, dass du wüsstest das. Tut mir leid, wenn ich einen Tour gemacht habe, dass ich dir was weiß. Ich weiß im Grunde gar nichts. Du musst Papp finden. Wenn du es schaffst, Papp zu finden, können wir ihn mit seinem Heißluftballon zurück an die Oberfläche. Oh ja, Papp! Wie kann ich ein Tablet mal nach Papp suchen? Klar kann ich doch. Tablet, bitte, die BS-Daten von den Heißluftballon mit einem Papp suchen. Ich mach nur Spaß. Dieses Ding hat keine Sprachsteuerung. Weißt du, der Papp es vielleicht finden könnte? Possum. Nein, nein, nein. Possum ist viel zu schräg. Er ist schräg, aber wir müssen zugeben, dass Possum recht hatte. Die Erde ist hohl. Na, weißt du, wenn es wohnt, dann ihn holen. Ja, liefern einfach einen Donut. So verlassen, Haus. Natürlich hat Possum das verlassene Haus besetzt. Ich dachte immer, der spukt. Aber es ist noch schlimmer. Okay. Jetzt wird's creepy.
Yikes, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ach so, wenn ich die Katze erwische, geht mir das Licht aus. Katapult habe ich für diesen Level nicht. Da ist die Katze. Zum Bett. Wow. Miau. Bye bye. What the? Okay, er war ziemlich an ihn dran. Die ganze Zeit. Tschüssi. Und er ist wohl hier angekommen. Ich hatte recht! Yep. Hohle Erde! Skape! Yep. Wie viele Stunden müssen wir uns das noch anhören? So, Professor, weißt du, wo wir ein paar finden können? Pap. Ich glaube, gehört zu haben, dass die Bullen nach unten Halsverluft suchen. Ja, das Wort wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber ich habe mich leider verlesen. Sorry, Leute. Wo ist er? Können vielleicht herausfinden, wenn jetzt ein Waschbär-Polizeiscanner hätte. OMG, kriegen wir einen Waschbär-Polizeiscanner her? Der Zeichner fasst wahrscheinlich an. Aber er hat heute einen Raccoon-Lunch. Das war ein Tag. Wie ihn jetzt vermasseln. Ja, meinst du das ernst? Raccoon Lounge, der glücklichste Waschbärplatz der ganzen Waschbärde, bietet klasse Musik und Wasserbomben. Raccoon Lounge ist das Heimat der Wildwasserbahn, Fun, Fluss, Riesenspaß. Du hast keine Wahl, BK. Jetzt ist aus mit dem Spaß. Ist ja gut. Du sprichst aber mit dem Polizeisprecher, wenn er unten ist. Toll, wir holen den Polizeichef runter. Sicher, dass du nicht danach verhaftet wirst? Und einen der Packen noch nicht mal richtig fertig, wie es hier aussieht. Wo kommt der Fisch her? Da war ein Fisch im Automaten? Das Ding ist noch nicht fertig. Ah, jetzt ist es. Waschbären. Guck mal, fliegen Fisch.
So angestellt wird jetzt nicht mehr. Alle runter mit euch. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine dumme Idee. Das geht halt echt! Oh nein! Yay! Disney World! Boah, ich hab den Polizeichef. Das sieht gut mit Philipp drin aus, ja. Könnte man so sagen. Oh oh. Lebt er noch? Hol mir den Scanner. Jungs, ich könnte Ärger dafür kriegen. Trashkin wird mir über das Tablet mitnehmen, wenn ich das mitkriegt. Oh nein! Kriegst du dann auch Hausarrest? Müsste bei dich und all deine Freunde auch bald in Finsterhöhle werfen. Okay, ich hab's kapiert. Brauchst du irgendwas mit dem Scanner? Eine Sekunde. Ja, habe ich. Weiter Ärger und Hack. Kuhn Haikuyas, Tag 3, Demonstranten, hier haben wir tiefe T-Shirts. Das ist wohl nicht. Dona kann die Shop spurlos verschwunden. Ermittlungen laufen. Es wird ein Lieferungsbeispiel namens BK gesucht. Menno, scheiß aus. Noch Neuigkeiten über den Funk gesehen. Bitte um Unterstützung auf der 405. Also das Gefühl, sie ist hart, aber wie getan am Google sind. Okay. Heißt du Ballon verursacht Stau. Das muss mein Papst sein. Ich hab's. Er ist auf der 405. Ja, beeilen wir uns, BK. Die Polizei ist hinter ihm her. Polizei ist hinter mir her? Ruhig dich. Das ist schon gut, Junge. Besuchen wir dich auch im Gefängnis. Was? Ich weiß, wir sind eine gute Freundin. Aber zuerst müssen wir uns abliefern. Oha, hier brennt ein Baum, hier ist ein Stau bis zum geht nicht mehr, was zum Teufel? Warum brennen hier die Bäume? Und warum stellt man seinen Kaffee auf das Dach? Maus fällt. Die gucken Fernsehen auf der Straße. Ich habe die späteren Level komplett vergessen. So, du hast keine Eintrittskarte? Du hast keine Eintrittskarte? Und du hast keine Eintrittskarte? Wer sie gucken für die Straße für ein bisschen Nervenkitzel. Warum hat er eine Bowlingkugel zum Reparieren? Was habe ich übersehen? Hallo? 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 Kuckuck! Oh, nein, endlich! Donuts! Na, dieses Mal echte! Hey, wir machen Donut-Delivery-Tees. Oh.
Abwärts. Ohoho! Busy. Feuer! Warte, geht das? Bossgegner. Er ist wieder hochgeflogen. Hab ihn. Ich sah, hab ich ihn. Oh nein. Nein. Mario Kart. Woo! Oh my goodness. Nein, nein. Pap! Du bist in Sicherheit. Puff. Okay, Pap, raus. Wir brauchen den Heißluftballon. Steig auf, um zu retten. Du kannst es klicken, Junge. Allein steigst du schon mal gar nicht. Sonst haust du einfach ab. Wir kommen mit dir. Ich komme auch mit. Für den Fall, dass wir uns in den Hauptrechner hacken müssen. Nein. Ja, bloß nicht. Du bleibst hier. Wollt ihr einfach so los, ohne irgendwelchen Plan? Wir werden mit dem Anführer der Waschbären reden. Trash King, wir werden seinen Bosskampf ziehen und hintern treten. Junge, du hast noch nie einen Bosskampf gewonnen. Dieses Mal musst du meine Führung folgen. Vielleicht sollte man zuerst einmal mit ihm reden. Wir werden versuchen. Dann viel Glück. Danke, Coco. Wow, unheimlich. Er fühlt sich hier oben gar nicht so viel anders an. Ganz schön, dass sie eingesetzt haben. Durch Waschbären. Was? Wir haben doch schon gesagt, dass ihr es leid tut. Reite nicht ständig drauf rum. Was denkst du denn alles? Meine Schuld. Ich fühle mich schon schlecht, dass ich rückgängig machen kann, wie ich es getan habe. PK, hier ist ein Tipp. Fühl dich nicht schuldig. Ich gebe dir nicht die Schuld für alles, was Waschbären tun. Wollen wir nochmal Freunde sein? Ich schon. Und wenn wir weiter Freunde bleiben wollen, macht deine Schuld nicht zu deinem allgemeinen Problem. Oh ja, und wasch mein Auto. War doch mal mein Hund. Abgemacht! Da ist es. Raccoon hockt hier. Ja, natürlich die Villa! Das Ding überhaupt in Zionsberg. Wow, sieht aus wie eine große Mülltonne. Ich weiß, cool, oder? Ich denke, das macht Sinn, dass der Trashkind dort lebt. Auf geht's. Wow, das stinkt zum Himmel. Benutzt ihr vielleicht eine Art Umkehrluftfrischer? Ach ja, Trautesheim. Okay, du solltest jetzt mal Trashkind anrufen. Versuch ihn zu überzeugen, helfen, dass wir alles in Ordnung bringt. Machst du Witze? Ich kann ihn nicht anrufen. Es wäre überaus unangenehm. Schreib ihm eine SMS. Na gut. Hi. TK? Hallo.
Wer ist das? Sorry, neues Telefon. Ich bin BK. Sorry, neues Telefon. Ich arbeite für dich. Wollte mal was fragen. Ist es möglich, einige der Löcher rückgängig zu machen? Zu geben? Okay, egal. Kein Problem. Und was sagt er? Er hat nicht funktioniert. Du, ich glaube, er ist sauer auf mich. Dammit, Scheibenkleister. Weißt du, was Spaß machen würde? Ein Loch öffnen und diesen Ort platt zu machen? Yep. Nix hier ran. Okay, ein Loch kommt sofort. Keine Ahnung. Nun, wir haben es versucht. Tja, was war's dann wohl? Kann ich helfen? Hör, sie haben dir gesagt, dass du gleich den anderen bleiben sollst. Stimmt, aber ich habe zwischen den Zeilen gelesen. Ich kann euch helfen, das Sicherheitssystem des Hakus zu überhacken. Normalerweise würde ich ein Loch einschmuggeln. Hacken wir uns rein? Schieß das einfach an ein Sicherheitssystem an. Wow, niedlich. Hier können wir einen Katapult benutzen. Okay, hier geht gar nichts. Da kommt er. Feuer! Wir haben uns in die Toilette gebeamt. What the beep? Kommt alter Müll durch Röhren. Okay. Morgen. Nachti. Warte, kann ich? Bingo. Karte. Willkommen im Biologie-Labor, liebe Rekruten. Donut Kante ist die Heimat vieler unhöflicher, rumbübelnder Bestien. Wenn man so zahlen, aber die ganzen Müll wegzumachen. Alles klar. Niemand weiß warum, aber Tiere da draußen sind einfach so. Sagt das Tier. Wird unsere Aufgabe, den Zweck in dieser nackten Kreaturen zu ermitteln. Seht, wie unsere Spitzversperren die Fakten analysieren. Deine Forscher machen jetzt den Abgang. Ich bin ein Tablet oder bin ich blöd?
Erd-Tablet. Nein, wir steuern gerade das Loch. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Keine Panik! Es ist nur ein fehlgeleitetes Loch. Es ist aber buchstäblich ganz normal. Ich habe die Notbeleuchtung eingeschaltet, einfach aus Spaß. Bitte füllt die nächsten 5 Sekunden eure Verzichtserklärung aus. Alarm. Ach, ich habe den ganzen Bereich mit einem weiteren Loch geflutet. Hey, der Hase hat die blaue Keycard. Das will ich jetzt nicht. Bevor wir sperren hier einsiedeln, produzierten die Leute von unserer Country allerlei Müll. Sie glauben, dass jedes Stück Müll eine besondere Bedeutung hatte. Unsere Wissenschaftler studieren diesen Müll rund um die Uhr und Wissen lernen können, die teils unsere eigenen produzieren. Mal sehen, was wir gerade machen. Sie studieren den Müll. Technisch gesehen ist alles irgendwann mal Müll, was ein Gegenstand ist. Wenn es kaputt geht, ist es Müll, meistens, wenn man es nicht reparieren kann. Und so was per Studie im Sinne von Müll hat ergeben, dass Müll Müll ist. Q0, alles klar. Ja, dann können wir die Arbeiter auch entlassen. Kann ich etwa? Keine Panik. Das ist alles beste Ordnung. Wer auch immer die Kontrolle über dieses Loch hat, sofort weg mit dir. Kann ich? Oh.
glaube, ich verstehe jetzt. Warte, kann ich? Ja! Boah, der muss richtig beleidigt jetzt sein. Ich konnte überhaupt nicht das auseinandernehmen. Alle Mitarbeiter werden rausgeschmissen wegen dem schwarzen Loch, ja. Und jetzt in die Stromversorgung. Boom. Nun gut, damit ist die Tour beendet. Achtung, Lochfahrer, wir treffen uns in meinem Büro. Sonst erzählen wir Spendul. Danke. Futtern könnte. Das ist doch hundertprozentig eine Falle. Trash Kings Büro mit allen möglichen Sachen. Nom. 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 Eine Toilette. Den Alarm als Klingelton. Hat er da seine Hand in einem Gurkenglas? BK, bitte sofort in mein Büro melden. Ich öffne dir all direkt Zugang, BK. Wir haben eine dringende Angelegenheit zu besprechen. Wow, er hat meinen Namen gesagt. Bist du sicher, dass du mit ihm alleine fertig wirst? Er stinkt mir irgendwie. Wortwirklich. Ja, er stinkt ja wirklich tief. Aber ich komme mit ihm klar. Hab darüber nachgedacht, wie du vorhin gesagt hast. Dieses Schmaße muss ich selbst ausbaden. Stimmt, aber du kannst mir trotzdem jederzeit um Hilfe bitten. Weiß es zu schätzen. Wünsch mir Glück. Brauche ich nicht. Du wirst sie platt machen. Danke, du. Willst du eine Gurke? Nein, ich bin hier, um mein Löschertrick-Gangs machst. Bring alle zurück. Wusstest du, dass du der beste Lochfahrer der ganzen Donaukante bist? Du bist berühmt, PK. Wow, echt? Stell dir vor, Junge. Vorzeit mit Arbeiterstatus und Gelegenheitsaktien. Die Firma kümmert sich um alle für dich. Wir werden dir sogar den Hintern abwischen. Ich hasse es, wenn den Hintern abwischen. Aber wenn ich dich anschließe, kannst du dich in echten Spielzeug, den großen Jungs, spielen. Der Queen Quadcopter. Er hat einen Zementerkanone mit schweren Bauarbeiten. Er ist ein Pickup unten an den Helikopter. OMG! OMG! Sache zeigen. Folge mir. Hey, Possum. Oh. Hast du eine Panzerfaust? Oder irgendwas, was einen Haufen Quadcopter in die Luft jagen könnte? Nein, aber ich kann über dunklen Netz nachschauen, ob wir zurück sind. Vergiss es. Vielleicht sind wir nur zum Spaß hier. Weil ich BK. Ah, kommen die Löcher also her. Hammer. Diese Nerds und Halsterlohns halten sich zurück. Muss lernen, sich selbst erst in Stelle zu setzen. Muss zugreifen, wenn die Gurke nehmen. Was, wenn dir eine Hand stecken bleibt? Wie deine? Ha, die steckt nicht fest. Ich konnte jederzeit rausziehen. Okay, sie steckt fest.
Soll dich nur inspirieren. Unterschreibe hier. Wow, Finalleiter. Krankenversichert. Yep, du kriegst selbstverständlich alle nagenauen Quadrocopter. Ja, in Ordnung. Gib mir den Stift. Oh, dieses Geräusch. Das ist der King Quadrocopter. Wir müssen es geben hier. Dieses Ding kann leicht unseren Balkon in die Luft jagen. Nicht, wenn wir ihn zuerst in die Luft jagen. Sag doch, du hast keinen Panzerfaust. Dash King hat mein Hacking-Gerät. Wir werden das Loch einsetzen. Vertrau mir, es wurde designt, um Dinge platt zu machen. Bossfight! Boom! Was? Oh, 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 oh! Wo ist der Kleine? Nicht einen einzigen Damage bekommen. Wir haben ihn platt gemacht. Heißt 100 BKs Hilfe. Kann nicht glauben, dass du uns sitzen gelassen hast. Er hat uns verraten. Das überrascht mich nicht. Case, nein, na, kann mir jetzt. Nun, ich werde ihn in den Hintern treten. Gehe seinen Quadrocopter und mache ihn dann wieder platt. Was war das? Er ist wieder da, diesmal mit einer Panzerfaust! Nicht fair! Jag uns nicht in die Luft! Ah, ihr dachtet, ihr könntet meinen Löcher gegen mich verwenden? Ich bin der Trash King. Ich regiere hier. Ich habe die App designt. Entschuldige, dass ich deinen Ballon platzen lassen habe, aber dein Freund PK hat mich für die Gurke entschieden. Bis später, Nerds. Have fun. Tut mir leid, dass ich spät bin. Ich habe mich nicht für die Gurke entschieden. PK! Er hat das Hacking-Gerät. Können wir uns einen Quadrocopter hacken und ihn auseinandernehmen? PK, nicht bewegen. Ich werde ihn direkt mit dem Quadrocopter transportieren. Durch Panzerfaust aus. Okay, warte. Lass mich nicht hier in diese Luft fliegen! Ne? Das wirst du nicht. Das Ding ist Schrott. Blasting off again! Beende den Bosskampf ohne Schaden zu nehmen. Ich habe eine Errungenschaft erhalten. Cool. Und das nach dem dritten Playthrough. Oh nein, wir machen jetzt einen Tornado? Oh, ich ahne, was sie vorhaben. I hit you like a hurricane! Woohoo!
Die Haustür steht noch. Die Haustür steht immer noch. Die Haustür ist stehen geblieben. Alles ist weg, bis auf die Haustür. Habe ich echt die Haustür stehen lassen? Naja, man kann noch klingeln. Wer geht zu online? Oh nein. Was sollte das denn jetzt? Ihr habt alles ruiniert. Ich glaube, wir haben noch Klingeln. Haustür, ich glaube. Das existiert nicht mehr. Ich denke, Waschbären packen. Donner kann hier einfach nicht dazu. Falsch, du passt einfach nicht dazu, Junge. Ja, yeah, die Firma stinkt. Du hast die Nachbarschaft ruiniert. Es geht nicht um die Firma. Denk an die unschuldigen Waschbären, die hier gezogen sind. Oh Mann. Umgeh, jetzt hör mal auf. Weit ist es echt der Müll aus. Wir sind ursprünglich nach Donaukante gekommen, wobei hier Abfall reichlich vorhanden war. Jetzt müssen wir ja immer mehr Löcher öffnen, um genügend Müll zu sammeln. Wir haben auf uns aufgepasst, Junge. Nein, hast du nicht. Du hast nur auf dich selbst aufgepasst. Ging dabei der Müll aus und gingen die Leute aus, die du beklauen konntest. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe jetzt nichts mehr. Bring alles zurück. Ja, und auch alle unsere Sachen. Das ist viel Arbeit. Ich muss ein riesiges Katapult bauen. Was verraten wir dir, wie du in der Hand aus dem Gurkenglas kriegst? Wirklich? Nein. L. Ich glaube, es ist fertig. Okay, alle Mann. Einer nach den anderen. Legen wir los. Danke, Mira. Und BK. Mach keine Ehre mehr. Wuff. Bevor ich gehe, habe ich noch eine Bitte. Könntest du mir bitte keine Schlangen mehr hochkatapultieren? Ich schau mal, was ich tun kann. Nö. Bis die Tage. So heftig, alle Mann. Nochmal Entschuldigung, Leute. Ist schon gut, wir vergeben dir. Ja, aber dir nicht, BK. Haha, ja, du stinkst. Haha. Okay, dann tschüss und bis in die Tage. Ey, Kyoto, ich hab nachgedacht. Hä? Möchtest du einen Job in unserem Donut-Shop? Machen saubere Sachen. Ich verspreche es. Ja, würde ich, glaube ich, gefallen. Aber ich bin dann dein Boss. Sonderbar, aber okay. Alles braucht seine Zeit. Wer weiß schon, wann sich alles wieder normalisieren wird. Ja, das wird sicher noch einige Weichen nicht nochmal anführen. Egal, lassen uns wieder treiben, schau mal. Gut, sind wegen der Ordnung. Ist schon okay, pass auf dich auf, Mia. Ja, okay. Krass, wie ihr den Quadrocopter in die Luft gejagt habt. Ah, danke. Weißt du, ich dachte... Hoffentlich wirklich, du erzählst der Polizei nichts von meinem Sprengstoffgeschäft. Sie würden vermutlich ziemlich schockiert sein, wenn sie wüssten, dass die 405 zerstört hat. All die Sachen, die in die Luft gejagt hast, weißt du? Ich sag's dir nur, als Freund. Okay. Nun, danke für die Drogen. Bis später. Ich habe einen Witz für euch. Kennt ihr den schon, wo der Waschbär den Huhn ein Küsschen gibt? Kenn ich nicht. Soll ich erzählen? Junge, ich werde dem dreckigen Huhn nicht ein Küsschen geben. Ah! Naja, das war echt. Yep.
Nie wieder Zeitverschwendung. Danke, dass du mich mit diesem Frosch bekannt gemacht hast. Er ist ein cooler Frosch. Ziemlich cool. Ich denke mal, das ist ja gut geworden. Du kannst mich jetzt hochschießen. Ja, okay. Hey Leute, schaut mal im Kelp Soup vorbei, okay? Klar doch. Du willst dich doch Ungeziefer kümmern, oder? Weiß nicht. Die gehören irgendwie schon zu meinen geheimen Zutaten. Oh, wie süß. Du sollst ein paar Apfelkerne und Fischgräten einwerfen. Mach den Müll einen Topf. Oh, klasse Idee. Igitt! Nein! Igitt! Weg mit dir! Tut mir leid, dass ich gezweifelt habe, Possum. Schon gut, Mira. Du solltest dich nahe Glauben erzählen. Insbesondere nicht BK. Ach, keine Sorge, ich werde ihm nie wieder vertrauen. Was? Noch heute im hier? OMG, das war ein Scherz. Siehst du, man kann auf die Flaschen und Ende niemanden tragen. OMG, wie auch immer. Es wird ziemlich lange dauern, bis ich euch vergebe. Ihr habt, naja, alles Mögliche vermasselt. Tut mir leid, Coco. Okay? Tut mir leid, Coco. Willst du nächsten Wochenende immer noch an den Strand? Haha! Ja, will ich. Hey, Mia. Danke, dass du so cool zu mir warst. Und? Dass du mir gezeigt hast, wie man gut ist. Und? Deine Geduld. Und? Okay. OMG, das ist genug Lob. Klar, vielleicht hast du ein Tagesmal wieder gut. Nachdem du Wäsche geholfen hast. 100 Jahre lang. Jetzt lobe ich mich. Nachdem du so viel Zeit mit dir verbracht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du nur etwa 75% wie ein Trash King stinkst. Du hast immer noch ein Bad nötig. Ich liebe meinen Gestank. Tue ich nicht. Echt jetzt. Würdest du in die Ehre erweisen, den Startknopf zu drücken? Gerne. Zu langsam! Ist die Hand noch dran? Ja. Spiel schon abgeschlossen. Zum Finale darf man nochmal komplett durch das Ganze gehen. Wieder auf Bau sehen. Und ich habe mich festgefahren. Der Hund jagt das Toast. Alles klar. Ja, und es gibt auch noch ein geheimes Achievement, wenn man ganz nach oben fährt. Dort erwischt man nämlich die Waschbären, die aus der Stadt fliehen mit ihren Donuts. Und ja, er steckt immer noch im Gurkenglas fest. Karma auf Doom. Ja, und das war Donut Country. Ein kleines nettes Indie-Game, was ich
jetzt zum dritten Mal durchgespielt habe, tatsächlich. Aber zum ersten Mal hier auf Twitch. Der Trash King. Der Schurke. Ja, und wenn man das Spiel abschließt, genau nach dem Story, kriegt man diesen Ladebildschirm, wo es alle am Strand sind. Und das war's auch eigentlich. Das Trash-Phobie habe ich dieses Mal nicht gemacht, denn... Das hatte ich schon zweimal gemacht und... keine Nase voll davon. Es gibt halt so viele Items hier. Und es ist nicht nochmal nötig. Und ja, Leute, das war Donut Country. Ein kleines, nettes Indie-Game. Zum dritten Mal gespielt, aber ich wollte irgendwas Entspannendes und das war eindeutig entspannt. Dann hoffe ich mal, dass ich morgen gute Nachrichten mal zur Abwechslung habe. Und nicht irgendeine Panne, die mir alles wieder ruiniert. Und dies, da, bup, da, bip, bup, 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 oder was auch immer da noch passiert. Naja, mehr als hoffen kann ich leider nicht. So, jetzt suchen wir uns noch eine Person, die wir den Hallo Wait verpassen. Und dann ist hier auch Schluss. Wen nehmen wir heute? Wer bist du denn? Supermarkt Simulator. Sie hat German Fortuber drin, aber ist auf Englisch sprachig gerade. Ja, kein guter Kandidat. Pin Rate. Was haben wir noch? Ich bin ein Screen. Ein andere. Die ist das. Spielen einfach zwei in den Supermarkt-Simulator. Weird. Hier haben wir eine Katzenhexe.
Okay. Weiß nicht, was sie spielen will, weiß nicht, wie sie drauf ist. Wir machen einen Random Raid und hoffen, dass es was Gutes war. Der letzte war ja ziemlich erfolgreich. Mal gucken, ob der auch klappt. Oder die in diesem Fall. So, hier ist das Raid-Modul. Einfach mitkommen, jeder entscheidet, ob er bleibt oder nicht. Wird er wieder nicht angezeigt, oder was ist los? Ich finde das Raid-Symbol schon wieder. Oh Mann. Naja, wie auch immer. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst auch da und bye.